Aha. Aber du sabotiert. Man muss auch, das ist der Komplize. Ich sabotiere dich gleich. Ich bin Sheriff. Ich bin Sheriff. Ich bin Sheriff. Ich bin Sheriff. Das war ein Sheriff. Ja, das war wirklich ein Sheriff-Kill. Aber wir haben den Dodo erledigt. Yay. Das war ja sehr schnell, du. Das tut mir so leid, ey. Bitte tötet mich. Wieso? Was ist passiert? Ich hab Klang getötet und der war böse. Ich bin Sheriff. Ja, er war Dodo, also böse. War es ein Random Shot, Amarillo? Er war ein Random Shot, weil er gesagt hat, Amarillo sabotiert. Und ich wollte eigentlich, dass ich mit ihm sterb. Ich wollte aber... es lustig sein, ging wohl nach hinten los. Ja. Er ging voll nach vorne. Wir strafen dich jetzt damit, dass du leben musst. Ja, nein, du musst mit deiner Tat leben. Ich bet, ich werf ihn doch. Das ist allerdings nicht Strafe. Ich kann nicht doch einfach random killen. Nein, du musst jetzt so weiterleben. Mit dieser Tat. Egal, was ich mache. Die Lebensstrafe. Die Todesstrafe war gestern. Doch, du machst so weiter. Es gibt so viele Depressive heutzutage. Die Lebensstrafe ist viel effektiver. Ja, du hilfst uns jetzt gefälligst, die Bösen auszuholen. Ich hab die wieder einen guten Bösen zu erwischen. Nein, du musst uns jetzt einfach helfen. Hilf mal, du arbeitest jetzt gefälligst. Ja, du hilfst uns jetzt gefälligst, den Bösen zu finden. Oder die Bösen. Das tut mir so leid, Xanne. Ach, gut, dass du da bist. Vor allem, das ist schon mal passiert. Die Sache ist, vorher, in der Runde zuvor, hatte mich Xan als Wächter, als Sheriff gekillt und ich war Wächter. Ich wollte natürlich revanchieren und dachte mir, warte mal, ich bin Sheriff, jetzt kann ich den Wächter als Sheriff töten und dann töte ich ihn und er stirbt einfach nur und ich fall nicht um. Und ich dachte, ich hatte auch so, jawohl, oh. Wir bestatten, wenn du nochmal tötest. Man darf mir einfach nicht den Sheriff in der Hand drücken. Das, ich bin zu gefährlich. Das Mango. Das. Oh. Shame. Shame. Warte mal, ich muss hier. Ich dachte auch, Mann, ich dachte, du stehst rein. Shame. Shame. Lauf jetzt aber die ganze Zeit durch das Ding hier. Shame, shame, shame. Ich wünschte, ich hätte eine Glocke drüber. Ein guter natürlich. Macht irgendwie Wissenschaftler-Dinge scheuner. Was? Warte, das ist eine Videosammlung. Ist es eigentlich so richtig gut, eine Maid an eine Elektronik zu lasten? Also, nehmen wir jetzt mal nicht an, dass sie Elektrotechnik studiert hat. So. Als ich ein Hausmädchen würde ich sie schon an meine Tastatur lassen, dann kann sie sauber machen. Ja, das ist was anderes. Aber halt wirklich schwere Technik. Oh, ich muss mal den PC kurz so aufmachen. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Was? Es ist nicht sein verdammter Ernst.